zum einen ist es ja so, dass vor 500 Jahren der Herr Luther die große Reformation im Bereich der Bibel getätigt hat. Und ich denke mal, das war dann auch wirklich höchste Zeit, denn heutzutage verstehen ja immer noch nicht die Großzahl der Menschen, was die Bibel überhaupt aussagt. Und da, denke ich mal, hat er schon sehr viel dafür getan, um das endlich verständlich rüberzubringen oder verständlicher zu machen. Ja, ich denke mal, sowohl im kirchlichen Bereich als auch im weltlichen Leben, ne, denn nur über Reformationen können Veränderungen stattfinden. Wobei man im Vorfeld immer nicht weiß, welche Reformation ist auch, ich sag mal, weltverändernd, weltverbessernd oder bringt es dem Menschen was. Und ich denke mal, das, was Martin Luther seinerzeit gemacht hat, ist doch schon irgendwo in der gesamten Welt von großer Bedeutung. Ja, das ist eine Person, die nachhaltig das Bestreben hat, etwas zu verändern. Nicht nur einfach zu verändern, um, ja, ich sag mal, sich wichtig zu tun, sondern um irgendwas ganz Wichtiges, Nachhaltiges für die Menschen zu schaffen. Und das kann man in sämtlichen Bereichen der, ja, ich sag mal, des Alltags, sowohl kirchlich als auch weltlich sehen. Und es sollte immer jemand sein, der fest mit seinem Glauben dahinter steht. Ja, ich bin heute zum 10. Mal zum großen Werfertag mit Handicap. Das ist eine Sportveranstaltung, die jährlich hier stattfindet. Und in diesem Jahr ist es natürlich schön, wenn man dann so ein bisschen das Fluidum der Festtage oder Festwochen, der Lutherwochen hier miterleben kann. Ja, und es ist wie immer eine schöne sportliche und kulturelle Reise wert, hierher zu kommen. Ich sag mir mal, an allem, woran man glaubt, hilft einem in der Bewältigung, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, des Alltags oder wenn man Ziele hat, die zu verwirklichen, ne, ist es immer sehr wichtig, dass man einen Glauben hat, ob das jetzt der Glaube an Gott ist oder der Glaube an sich selbst oder der Glaube an eine Sache. Das sei erstmal dahingestellt. Bei mir trifft es auch fast allen dazu. Aber wenn jeder den richtigen oder seinen guten Glauben hat, dann kann er viel erreichen im Leben.